Und das kann sich natürlich auch äußern, indem halt sozusagen dein Kopf mit deinen Gedanken noch feststeckt in deinem Körper. Und was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du Ich wollte dir einfach mal eine Frage zum Astralreiten stellen, wenn das für dich okay ist. klar, let's go, ja. Und zwar, ich komme mit dem Austritt aus dem Kopf nicht hin. Also der restliche Körper ist schon ausgetreten, aber der Kopf kommt mit. Okay, also du hast schon sozusagen, bist du mit den Techniken so weit, dass du die Hände bewegen kannst, also die astralen Hände und auch die Körperteile, aber der Kopf ist sozusagen noch verklebt, richtig? Genau. Okay, Genau, also welche Austrittstechnik benutzt du denn? Also du wirst wahrscheinlich viel mit Körperteilen arbeiten, aber hast du schon mal mit dem Herausrollen probiert? Naja, ich versuche immer so zu schwingen. Ich versuche rauszuschwingen. Okay. Genau, also die Schwingung ist schon mal gut, dass du, weil das hilft den Körperteilen sozusagen, dass die sich beginnen zu lösen und mit dem Kopf, also klar, kann es sein, dass es immer noch limitierende Glaubenssätze bei dir drinnen sind, die dich sozusagen noch festhalten hier in der physischen Welt. Und das kann sich natürlich auch äußern, indem halt sozusagen dein Kopf mit deinen Gedanken noch feststeckt in deinem Körper. Und was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du schaust, ob da vielleicht noch gewisse Ängste da sind, die dich hier noch blockieren und was letztendlich das vielleicht sein kann, wie du es noch schaffen kannst, diese Blockaden zu lösen, sodass du es auch schaffen kannst, den Kopf auch zu lösen. Und das kann dir auch helfen, wenn du auch mal mit anderen Austrittstechniken versuchst, daran zu gehen. Und zwar, wie gesagt, halt eben dieses Herausrollen, dass du nicht nur versuchst, deine Körperteile sozusagen in Schwingung zu versetzen und dann auszutreten. Das kannst du auch machen, sodass erstmal alles so gelöst ist. Und dann, wenn du merkst, okay, da ist im Kopf jetzt noch diese Verklebung drinnen und du möchtest jetzt noch so den letzten Schritt machen, dann versuch's mit dem Herausrollen. Das kann vielleicht auch eine Art Überwindung sein und das kann auch mit deinen Ängsten sozusagen zusammenhängen. Und wenn du im gleichen Schritt, in dem du sozusagen diese Ängste, diese inneren Blockaden versuchst loszulassen und dich dann auch traust, sozusagen mit deinem Astralkörper komplett rauszurollen, dann gelingt dir auch diese Trennung. Also, um herauszufinden, was diese Blockaden sein können oder diese Ängste, da kann ich dir als Tipp mal mitgeben, dass du dir ein Blatt Papier aufschreibst und dir einen Timer auf 5 Minuten setzt. Und dann versuch, alle Ängste oder alle Zweifel, die einfach mal nur so aus deinem Unterbewusstsein entspringen, was da sein könnte, versuchst du einfach mal auf ein Blatt Papier aufzuschreiben. Einfach mal so 5 Minuten Raum geben, dass du einfach mal nach innen blickst und guckst, was sind da für Ängste oder Blockaden eventuell da. Und alles, was dir dein Unterbewusstsein sozusagen liefert an die Oberfläche, versuchst du eben aufzuschreiben und wenn diese 5 Minuten vorbei sind, dann gehst du nochmal systematisch durch jeden Punkt durch und versuchst da hineinzufühlen. Und dann irgendwo an einem Punkt findest du vielleicht den Moment, so, ah, okay, es könnte sein, dass ich sozusagen noch Angst davor habe, einem bösen Wesen in der Astralebene zu begegnen. Und so kannst du dann eben gezielt versuchen, dran zu arbeiten.